Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier auf meinem Kanal. Nachdem ich ja Plague Tale Requiem durchgespielt habe, brauche ich jetzt irgendwie einen Nachfolger für das Ganze. Und es sollte halt mal wieder ein Spiel sein, was ein bisschen horrorlastig ist, oder in dem Fall sehr horrorlastig ist, aber von der Story-Erzählung ähnlich ist wie ein Plague Tale, also dass es eigentlich mehr wie so ein Film abläuft. Und da bin ich auf die Dark Picture Anthology gestoßen, besser gesagt. Und da kam jetzt gerade ein neuer Teil raus, und zwar The Devil in Me. Eigentlich wollte ich mit dem allerersten Teil anfangen, das glaube ich war Man of Medan, mit dem Geisterschiff. Aber eventuell hole ich das noch nach, ich will jetzt erstmal den neuen Teil spielen. Ich weiß, das ist eigentlich ein bisschen falsch, man sollte die ersten drei schon mal spielen, weil ich glaube, die sind ja von der Story her dezent zusammenhängend. Oder zumindest haben Verknüpfungen. Wir können uns das mal ganz kurz anschauen da, die Anthologie. Genau, das wäre einerseits Man of Medan, dann haben wir Little Hope, House of Ashes und The Devil in Me. Ja, und das ist erstmal der letzte Teil in der ganzen Reihe, sagen sie zumindest. Eventuell kommt ja doch noch was, weiß man ja nie. Und dann haben wir ja da den Typen da. Okay, wir spielen allein. Alle Grafikeinstellungen sind auf maximal, es ist DirectX 12. Mit RTX und wir sagen hier neue Story. Nachsichtig. Ein Überleben ist wahrscheinlich herausfordernd. Deine Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt und tödlich. Der Tod ist unausweichlich. Ich würde sagen, wir nehmen hier die goldene Mitte. Ja, und sagen hier neuer Platz. Und wir spielen das mit der Maus. Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Was immer dich glücklich macht. Du machst mich glücklich. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Checken wir ein. Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Versuch's nochmal. Oha. Geht schon los. Das lässt ja nicht gerade drauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Okay, wir können zum ersten Mal was auswählen, wenn man Timer begeistert. Lass uns heute noch zur Ausstellung gehen. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. Ich sag mal beruhigend. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. So führt man doch kein Unternehmen. Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie alles perfekt machen wollen. Meine Marie findet immer den Silberstreif.
Ich bitte um Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Ganz leicht gruselig. Und okay. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Willkommen im World's Fair Hotel. Bitte unterschreiben. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Ich will ja nichts sagen, aber die Gesichtsanimationen sind vielleicht ein bisschen... Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Sind ein bisschen mehr. Also vor allem, wenn man Plague Tale kennt. Ja. Heute beginnen unsere Flitterwochen. Halte linke Maustaste gedrückt und zum Auflegen von Objekten. Da scheint mir ein Upgrade dann angebracht wir das hier. Zu sein. Die Flitterwochen-Suite. Ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das Gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Sie sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig. Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Holmes. Oh, vielen Dank. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Beeindruckend. Ja. Bitte sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Ja, ich glaube, der Typ ist wahnsinnig und wird hier dann alle abschlachten. Vielen Dank, meine Mr. Prophezeiung. Holmes. Das ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. Ich will da sofort wieder rausgehen. Wie er schon lächelt. Und die Musik tut es auch noch passend untermalen. Ja, die zwei werden nicht lange leben. Also, was habe ich vergessen mitzunehmen? Was auch immer das da ist. Wähle mit. Ja, ich nehme das da. Was ist das? Ah, Gesichtspuder. Hm, ja, okay. Was? Kursrichtung? Marie hat die Puderdose gekauft. Okay. Damit habe ich schon irgendwas beeinflusst. Okay. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht. Mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Wunderbar. Danke der Nachfrage. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Ja, das wird hier so ein Massaker werden. Aber abgesehen von der Gesichtsanimation ist die Grafik ganz okay. Was wohl hier drin ist? Nix, was dich angeht. Da steht privat drauf. Langsam glaube ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Riesenräder. Verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Ja. Und so kommt man dann irgendwann ums Leben. Nur wenn man Sachen macht, die verboten sind. Zimmer.
Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wenn du versuchst, dich vor dem Riesenrad zu drücken. Ich kann dir nichts abschlagen. Warte. Was ist das? Willst du nicht wissen? Wirklich nicht. Nicht bewegen. Oh, Quicktime Event. Ich hasse solche Sachen. Ich meine, er weiß doch jetzt, dass wir da reingegangen sind. Naja, macht aber die Tür nicht wieder zu. Das war Nervenkitzel. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Aber Anders Hotel wäre eine gute Idee. Geht's hier wieder raus? Gehen wir. Ach, dieses Lächeln von ihm. Ich mag das gar nicht. Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochensuite. Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Ja, natürlich. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Hey! Volltreffer! Du hast es so gewollt. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Ach ja, wenn man frisch verliebt ist. Was muss ich machen? Oh, okay, Rechtsklick. Gnade, Gnade! Okay, du hast gewonnen. Oder sind halt freigeschaltet. Okay. Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall! Ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Okay, Kurz ist wieder aktualisiert worden. Okay, ich glaube, wir können das eigentlich eh lassen. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lasse ich dich jetzt baden. Hä? Ja, es ist eine... Oh, ein Guckloch. Nice, wir werden beobachtet. Ein aller Spanner. Klingt ein bisschen komisch. Die Tür klemmt. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Sesam, öffne dich! Danke. Wie wär's, wenn du dich rasierst, während ich kurz bade? Danach können wir uns arrangieren. Das klingt sehr französisch und auch ganz schön verboten. Rasieren.
Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. War das früher wirklich so, dass das Bad da so aufgeteilt war? Lobby. Ja, da rein, oder? Weil die sind durch eine Treppe gegangen. Okay. So, das ist der Private Room. Das lassen wir mal. Dezent dunkel hier. Ha. Huh. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Ja, aber da gibt's was. Oh, das ist die Tür. Ja, mach auf. Was? Okay, scheiße. Was zum Fick? Großer Gott! Marie! Holy shit. Was, wenn erscheint, könnt ihr korrekte Objekte aus dem Inventar rüsten. Bis zum Ausrüsten eines Objekts, Pfeil nach oben. Na, dann machen wir das doch mal. Ist das jetzt irgendwie giftig oder so? Kriegt es jetzt einen Ausschlag? Ja, das ist natürlich klar, dass das nicht gezeigt wird. Oh, da kommt Besuch. Bist du das, Liebling? Jeff? Oh, spielen wir noch ein Spiel? Oh ja, aber nicht das, was du willst. Ich sag, prüfen. Na gut, Mr. Hinterlistig. Das klappt nicht, Mister. Hallo, was Liebes. Was tut sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. Oh, was zum... Ah, fuck! Hände weg von mir! Aber ich bin noch nicht fertig. Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Was? Was haben Sie? Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Ja, du bist das Problem. Was zum... Oh oh. Das ist jetzt hier die nächste Falle. Was ist falsch mit dem Typen? Marie! Holy shit. Oh, ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich da ein Let's Play davon mache. Marie!
Sie verschwenden ihre letzte Chance, ihm zu sagen, dass sie ihn lieben. Ja, aber ich glaube, ich wäre so oder so hier gestorben. Aber, wow, krass. Das Hotel ist eine reine Tötungsmaschine. Ein Platz für alles. Alles. An seinem Platz. Wow, sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, opulent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Und es geht gerade wieder weiter. So ein geiles Intro. Ich liebe den Kurator. Und hassen zugleich. Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Immer schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Und Sie sind in Stimmung für eine neue Geschichte. Beziehungsweise meine erste. Die ich selber spiele. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja. Aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige,
Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt, als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Also eintauschen für was? Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte sie. Ja, ist aber nett von dir. Ob er das auch wieder mit den Hinweis macht? Also ihr habt von der Man of Medan. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich... Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert. Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Aber ja, es ist ein Job. Ich war lange Key Grip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. So jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet. Bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Total Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement. Denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Okay, cool gemacht. Aber 200 Morde? Was meint ihr? Ganz ehrlich, Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham DeMette. Was kann ich für Sie tun?
Mr. Dumet. Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dumet. Das hört sich alles toll an, aber... Ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Kann ich nun mit Ihnen rechnen? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Ja, sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Versprochen. Los geht's. Mr. Dumet schickt Sie? Der... Gut. Laden wir ein, Leute. Sehr gesprächig. Geht schon. Okay. Sorry. Aber ich fand diese eine Sequenz am Anfang im Gerichtssaal gar nicht mehr so doof. Das Ringlicht für schöne Porträts. Wir können es zurücklassen, okay. Okay. Abenteuer, Spannung, Leute. Abenteuer, Spannung. Dabei? Ausflug! Yay! Juhu, hurra. Das wird super. Aber nett für euch. Und jetzt geht's wieder ins gleiche Hotel wie damals, oder? Erfahren wir, wo wir überhaupt hinfahren? Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Peker. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, schieß los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Dumet hat Blaupausen, Dokumente, Artefakte. Als ich sagte, das rettet die Show, meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen Gehört könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Na schön. Für die Show. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast doch in Topeka gesagt. Ja, spätestens jetzt wäre es so der Zeitpunkt für mich gewesen, wo ich sage, nope, ich möchte hier aussteigen. Er ist ja überhaupt kein Stalker. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Nee, im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Klappspack. Er hat das doch noch Zeugs drin. Und jetzt... Ciao. Gut. Und was jetzt? Werde. Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit, oben. Wird aber super aussehen und wir können über dem Nebel filmen. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Mark, das ist verrückt. Wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Na los.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.